Da ist eine Drinne bei denen. Den ist eine Drinne. Die habe ich vorhin aus Versehen weggesteckt. Ja. Ich schmeiß die doch nochmal rein, was oder nicht. Das ist doch egal. Ja. Naja, beim Junior ist jetzt was mit Kacken. Nee, da ist hier noch eins. Da ist Karin da drin. Da brauchst du sieben nach Hause. Ja, ja. Geschichten, ne? Aber Gott sei Dank nicht sehr, ne? Aber wenn sie sich dann so verabreden, dann sind wir mit 5-6 Kumpels drin und machen Fotos. Und die haben da sehr viel Lokal da. Das kennen wir auch. Ja, das ist ein bisschen. Aber das ist auch alles anders. Wenn man irgendwo hin sollte, war man um 8 da. Die sind ja erst um 12 losgegangen, weißt du? Dann kommen sie morgen 5 oder 6 nach Hause. Und wenn ich dann mit meinem Sohn frühstücken wollte, ne? Mama, lass mich los. Sie sind ja auch Ausländer. Du redest zu viel morgens. Geht gar nicht. Ja. Wir fahren sie dann nachts auf, wo sie hin müssen, wo es meine Doris und ich dann, auch die ganzen Kumpels. Und die kriegen auch immer gleich Order, alle Mann. Wenn was ist, wir können jederzeit anrufen. Manchmal weiß ja nicht, kommt denn eine Patrouille oder so. Genau. Ich sage, ruft an, wir sind sofort da. Ja. Ansonsten nicht nach Hause, sondern immer genau. Ein Taxi gelten. Ne? Da sind circa 3-4 Leute und dann fahren wir nach Hause. Genau. Du knallst nämlich genau. Hast du auch geguckt, ne? Ja. Wie alt? Die ist 25. Die sind ja meine Schnecken. Die hat ja dann schon was Knöpfchen hinter sich. Da sind andere Sachen gegangen. Ja. Was denn? Kostet auch wieder Geld. Oh Mann. Ist sie schon verheiratet? Nee, aber ich würde ja nicht so schreien oder sowas. Aber ja, aber Vorsicht, dass der Apparat nicht kaputt geht, ne? Vorsicht! Der geht nicht kaputt. Ja, hoffentlich. Ich beobachte immer genau die Leute, die neben mir stehen.